Hallo und willkommen zu einem neuen Aquarellvideo. Wir malen heute wieder einmal eine Winterlandschaft, aber eigentlich malen wir einen Hauch von nichts. Ja, es ist auf dem Foto auch nicht sehr viel zu sehen. Es sind fast keine Farben drauf, was aber nichts macht, denn ich setze ja sowieso die Fotos auf Schwarz-Weiß um und für dieses sehr einfache Motiv brauche ich nicht einmal eine Skizze. Das geht auch ohne Skizze. Warum? Weil wir kaum richtige Tonwerte auf dem Foto sehen. Auf dem Foto sind ja kaum Farben zu sehen. Und bei mir beim Aquarellieren wird es um eine Spur lebendiger werden. Ich male zwar vorwiegend nur mit Sienna gebrannt, Ultramarin und Kobaltblau. Ja, und Sienna Natur natürlich. Mit einer eher trockenen Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt deute ich hier einen Weg an. Der Weg ist auf dem Foto gar nicht vorhanden, aber ich wollte ein wenig Unterbrechung im Vordergrund haben. Aus dem Grund werde ich dann später auch noch zwei Personen in das Bild setzen. Jetzt befeuchte ich mit meinem Hake Brush mein Blatt, und zwar möglichst gleichmäßig, und zwar mit klarem Wasser. Ich male heute auf Arschpapier in Graphen, also nicht zu rau. Der erste Farbauftrag erfolgt mit Sienna Natur. Ich nahm auch noch etwas Gelb, das auf der Palette bereits vorhanden war. Und den oberen Bereich male ich mit einer Graumischung, bestehend aus Sienna gebrannt und Kobaltblau. Bei diesem Bild mag ich keinen blauen Himmel haben, sondern es soll ein ganz subtiles, helles Grau sein, so wie es eben an nebligen Wintertagen sehr oft der Fall ist. Leider ist es da meistens auch bitterkalt. Das Problem dabei ist, dass man sehr schnell malen muss. Und zwar, weil ich einen Nass-in-Nass-Verlauf haben möchte. Ich habe zwar das Papier vorher befeuchtet, es trocknet aber dann dennoch relativ schnell. Also man muss sich da doch beeilen, bei aller Lockerheit. Einerseits muss man hier schnell sein. Man sieht es hier ganz unten, ist es schon etwas angetrocknet. Also einerseits muss man schnell sein, auf der anderen Seite soll man locker bleiben und das Ganze doch eher als Spaß empfinden und nicht mit tiefem Ernst an die Sache gehen. Die ganze Malerei sollte eigentlich locker von der Hand gehen. Ich weiß schon, das funktioniert erst dann, wenn man sich schon halbwegs sicher ist. Aber dennoch nicht zu ernst nehmen. Ja, der Himmel ist noch nass und ich setze jetzt Sienna gebrannt mit ein ganz klein wenig Ultramarinblau in die noch nasse Papierfläche, und zwar dort, wo die Bäume stehen sollen. Die Bäume, die eigentlich nur schemenhaft zu sehen sind. Für den ersten Farbauftrag nehme ich einen kleinen Hake Brush, also einen Ziegenhaar-Flachpinsel, den man vor der Verwendung wie alle Ziegenhaarpinsel vorher gut, und zwar wirklich gut auswaschen und ausdrücken sollte. Dann funktioniert das ganz, ganz hervorragend. Wie Sie sicher gesehen haben, ist bei dieser Farbmischung auch eine Spur Magenta dabei. Es sollte auch nicht zu viel Feuchtigkeit im Pinsel sein, denn ich möchte da Ausblühungen vermeiden. Wenn das aber trotzdem passieren sollte, lassen Sie es zuerst einmal zu und schauen Sie mal, was dann draus wird. Es kann nämlich auch eine Ausblühung, gerade bei so nebelhaften Motiven, sehr, sehr gut wirken. Das Höllische ist nur, wenn man eine Ausblühung bewusst provozieren möchte, dann funktioniert es nicht immer so, wie man es im Kopf hat. Jetzt lasse ich das Papier trocknen. Durch das Trocknen wurden diese schemenhaften Büsche sehr hell. Und an der Unterseite hier möchte ich noch einige Verstärker anbringen. Die sollten aber auch wieder weich nach oben verlaufen. Und das geht mit folgendem Trick. Ich nehme einen sauber ausgewaschenen Pinsel und fahre von der Unterseite nach oben. Damit ich aber keine Wasserränder erhalte, nehme ich ein Baumwolltuch und tupfe ganz vorsichtig die überschüssige Feuchtigkeit weg. Und jetzt kann ich zum Malen beginnen. Jetzt nehme ich einen Rundpinsel. Nach unten hin habe ich keine Angst, dass das verläuft, denn da ist das Papier trocken. Aber nach oben hin darf es verlaufen.
Und ja, so kann ich mich jetzt ein wenig spielen und ein bisschen tiefer in das Bild bringen. Ja, spielen ist tatsächlich der richtige Ausdruck, denn das sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen, sondern man sollte sich wirklich einmal drüber trauen und die Farbe mal verrinnen lassen. Vielleicht mit dem Pinsel oder auch mit einem Tuch ein wenig nachhelfen. Wichtig ist das Endergebnis, aber nur durch diese lockere Spielerei kommen wir zu einem lockeren Ergebnis. Ich sage es ja immer wieder, das Wichtigste bei der Aquarellmalerei ist, gutes Papier zu verwenden. Aber dann kommt schon die Technik, und zwar dieses Zusammenspiel der Feuchtigkeit am Papier und der Farbmenge oder Feuchtigkeitsmenge im Pinsel. Das muss man einfach üben, da gibt es kein Patentrezept dazu. Und genau jetzt ist es passiert. Ich bin mit einem zu nassen Pinsel in die noch feuchte Fläche hineingefahren. Das heißt, es wird jetzt ausblühen. Macht aber nichts, das werde ich schon irgendwie hinbringen. Noch ein wenig mehr Dunkelheit hinein, die sich nach oben hin weich verteilen sollte. Ja, und hier sieht man genau diese Blumenkohlränder, die eigentlich nicht passieren hätten dürfen. Aber ich zeige jetzt, wie ich das hier korrigiere, und zwar eigentlich nur ganz leicht korrigiere. Ich fahre wieder mit einem nassen Pinsel hinein. Voraussetzung ist natürlich, dass das Papier in der Zwischenzeit schon getrocknet ist. Und jetzt in die noch eben angelegte nasse Fläche mit ein paar dunklen Strichen, und das ist ja noch feucht und daher wird auch das wieder ganz weich verlaufen und man wird von diesen Blumenkohlrändern zum Schluss nichts mehr sehen. Das mit dem Beheben von Fehlern während des Malens ist so eine Sache. Viele versuchen, einen Fehler sofort zu korrigieren. Das kann auch funktionieren, aber nur dann, wenn es unmittelbar danach geschieht. Ansonsten ist es immer besser, man lässt das Blatt komplett trocknen. Und zwar nicht nur etwas trocknen, sondern wirklich komplett trocknen. Und versucht dann mit einem feuchten Pinsel, natürlich mit sauberem Wasser oder vielleicht eventuell sogar mit einem Schwamm, Fehler zu korrigieren. Ich zeige das bei einem eigenen Video im Detail, wie man so etwas machen kann. Jetzt habe ich mit einem Rundpinsel Ultramarin und Sienna gebrannt gemischt und den Pinsel auf der Palette gespreizt. Das sieht schrecklich aus, aber dem Pinsel macht das nichts, wenn man ihn nachher wieder in Form bringt. Ich brauche auch nur einige wenige Details im Vordergrund. Also Pinsel auf der Palette spreizen und dann nur ganz leicht aufs Papier aufdrücken. Mit Kobaltblau und einer Spur Sienna gebrannt verstärke ich den Weg ein wenig. Und die Ecke im Vordergrund wird auch etwas verstärkt. Da darf dann ruhig ein wenig mehr Blau dabei sein. Und jetzt spritze ich mit dem Heckbrush ein paar Spritzer auf das Papier, aber nur auf den unteren Bereich. Ich muss darauf achten, dass ich nicht in den Himmelspritzer hineinbekomme. Jetzt möchte ich hier noch ein paar Stämme herauskratzen, aber das Papier ist noch zu nass. Also nehme ich mit einem saugenden Maltuch, das ist bei mir eine alte Windel, ein wenig von der Feuchtigkeit weg, und jetzt funktioniert das mit dem Kratzen mit meinem Taschenmesser sehr gut. Mit meinem Schlepper und einer Mischung aus Ultramarin oder Kobaltblau mit Sienna gebrannt werde ich jetzt noch einige Stämme andeuten, einige wenige Stämme und Äste. Wichtig dabei ist, dass die Farbe nicht zu dunkel ist, dass das nicht zu schwarz heraussticht. Eher nur ganz vorsichtig und leicht. In der linken Hand habe ich ein Kleenex
Oft nehme ich auch nur den Finger, um bei den Enden dieser Stämme und Äste ein wenig von der Dunkelheit wieder wegzunehmen. Beim Malen von so feinen Stämmen und Ästen und Zweigen sollte man den Pinsel wirklich ganz locker in der Hand halten. Gerade so, dass er nicht aus den Fingern rutscht. Und zwischendurch wieder etwas bei den Enden aufhellen. Für die ganz feinen Striche nehme ich ganz gerne einen chinesischen Kalligraphiepinsel in kleiner Ausführung. Die bekommt man meistens im Set mit dazu. An den imaginären Horizont, der ja in Wirklichkeit gar nicht sichtbar ist, setze ich mit dem Kobaltblau und wenig Sienna gebrannt einige Dunkelheiten, die ich aber gleich wieder wegnehme bzw. aufhelle. Es soll nur ein schwacher Hauch davon sichtbar bleiben. Mit meinem kleinen Kalligraphiepinsel und einem sehr locker gemischten Sienna gebrannt kommen jetzt ein paar Gräser in den Vordergrund. Auch hier bitte nicht übertreiben, nicht zu viel. Es reichen einige wenige vollkommen aus. Dort, wo die Gräser durch den Schnee sprießen, lege ich mit einem Rundpinsel ein paar Dunkelheiten an. Und jetzt darf wieder etwas gespritzt werden mit einer sehr wässrigen Mischung aus Kobaltblau und wenig Sienna gebrannt. Und im Hintergrund nehme ich wieder die Flecken etwas weg oder etwas von der Farbe weg, damit sie hinten nicht so dunkel wirken. Im Vordergrund dürfen sie dann ruhig etwas stärker sein. Beim Spritzen mache ich eine leichte Seitwärtsbewegung, sodass ich keine runden Spritzer auf das Papier bekomme, sondern dass die eine leicht elliptische Form erhalten. Das ist natürlich wie alles andere auch wieder Übungssache. Außerdem wäre es gut, wenn man den Himmel bei solchen Spritzübungen abdeckt.
Auch am erfundenen Wegrand kommen noch einige Dunkelheiten dazu. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass ich nach hinten hin, also zum Hintergrund hin, keine starken Dunkelheiten habe. Mir ist es zu mühsam, für die Flecken im Hintergrund eine eigene helle Farbe zu mischen. Also male ich sie in der Regel mit der gleichen Farbmischung und nehme sie dann mit einem leicht saugenden Tuch, es geht auch ein angefeuchtetes Kleenex, wieder etwas weg. Das ist sehr wichtig, denn dadurch erhalte ich mehr perspektivische Wirkung. An manchen Stellen verstärke ich diese Flecken noch. Man muss übrigens niemand erklären, was das für Flecken sein sollen. Das können ja Maulwurfhügel sein, das können auch Schatten von Schneespuren sein. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ich möchte nur im Vordergrund ein wenig mehr Dunkelheit haben, um eben die Tiefenwirkung zu gewährleisten. Ja, und dann möchte ich noch ein paar Personen hineinsetzen. Zwei Spaziergänger. Die kommen da hinten hin. Dazu muss ich natürlich jetzt das Papier vorerst trocknen lassen. Wenn ich hier Figuren einfüge, geht es nicht darum, dass man sieht, welche Kleidung sie anhaben oder irgendwelche Genauigkeiten, denn das ganze Bild ist ja sehr im Dunst und noch dazu im Gegenlicht. Es geht eigentlich mehr oder weniger um Silhouetten, die aber ja doch auch einen Tupfen Farbigkeit bekommen können. Aber in erster Linie sind es Silhouetten. Wichtig ist allerdings nur, dass die Köpfe an der richtigen Position sind. Das Ganze ist ein flaches Gebiet und die Köpfe sind in etwa auf Horizonthöhe. Das ist wirklich ganz enorm wichtig, weil es sonst nicht gut aussieht, weil sonst die Perspektive nicht stimmt. Ich habe übrigens zwei eigene Videos gemacht für Personen im Aquarell. Die finden Sie unter dem Video bei der Videoübersicht. Vergessen Sie bitte auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann werden Sie verlässlich immer informiert, wenn neue Videos von mir erscheinen. Und wenn Sie einen Daumen nach oben geben, würde mich das auch sehr freuen. In den noch nassen Farbauftrag bei den Personen kann ich fallweise noch ein wenig Farbe mit einfließen oder ausfließen lassen. Auf jeden Fall muss das ganz sparsam und vorsichtig geschehen bei dieser Lichtsituation. Das darf ja nicht zu bunt und kräftig sein, auch wenn die Versuchung noch so groß ist. Unter den Personen deute ich noch einen kleinen Schatten an, den ich aber wieder etwas abschwächen werde. Das mache ich mit dem nassen oder mit dem feuchten Pinsel. Die Büsche rechts ganz hinten am Horizont werde ich noch ein wenig verstärken. Also wieder die Mischung Ultramarinblau und Sienna gebrannt und nach oben hin verwasche ich sie einfach mit dem feuchten Pinsel. So, das glaube ich, das reicht jetzt schon. Mit meinem kleinen Kalligraphiepinsel setze ich in den Vordergrund noch ein paar Gräser. Das Ganze ist schmutziges Sienna gebrannt. Ja, und ein paar Verstärker, ein paar dunkle Flecken da am Wegrand. Ja, das belebt auf jeden Fall das Bild im Vordergrund.
Ich teste, ob die Personen schon trocken sind. Ja, es geht. Und ich nehme jetzt Deckweiß aus der Tube und mit einem ganz kleinen Pinsel, das ist ein Pinsel der Größe 4, glaube ich, setze ich jetzt noch ein paar Lichter auf die Personen. Ganz wenig und einen Strich im Vordergrund mache ich noch, den ich dann etwas verwische, sodass das auch hier ein wenig mehr Leben hat. Aber wie gesagt, wichtig, keine Details. Was Bilder, egal ob Fotos oder Aquarelle, immer interessant macht, das sind zum Beispiel Zäune oder auch Telefonmasten im Vordergrund, die sich nach hinten hin verjüngen. Das fehlt hier komplett. Leider. Aber das, was der Fotograf nur mit Mühe mit Photoshop machen kann, können wir als Aquarellisten ganz nach Belieben tun. Ich setze hier einen Pfosten her und noch einige dunkle Gräser dazu. Ja, daneben links davon werde ich noch einen kleinen Pflock hinmalen, dass der nicht so alleine dasteht. Was ich bei einem meiner letzten Lehrvideos über Bäume und Rinden schon gezeigt habe, das mache ich auch hier. In die noch nasse Farbe dieses Pflockes setze ich noch etwas getöntes Wasser und lasse es so auseinanderfließen. Das sind Kleinigkeiten, die aber dann, wenn das Bild fertig ist, doch einen großen Unterschied ausmachen können. Hier noch die letzten Dunkelheiten und dann ist das Bild eigentlich fertig. Ich sage wieder mal danke fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß beim Aquarellieren und ich hoffe bis bald auf diesem Kanal. Halt, eines noch, gehen Sie nicht zu verkrampft an die Sache heran und denken Sie daran, Aquarellieren soll Spaß machen. Viel Spaß und Servus.